Hallöchen, ich habe mal wieder ein kleines Outfit of the Day Video und dieses Outfit of the Day ist inspiriert von Lena Meyer-Landrut. Ja, glaubt man kaum, heute ist der Eurovision Song Contest und eigentlich bin ich kein Fan davon, ich gucke es auch nicht und Lena Meyer-Landrut. Aber ja, da ich mal Lust hatte, irgendwie was Nora Schwarz zu kombinieren, habe ich mir mal so ihre Outfits angeguckt und ich habe mir gedacht, das würde irgendwie so in ihr Schema passen. Und deswegen habe ich dieses Outfit für euch vorbereitet. Ich werde das jetzt erstmal zeigen. So, ich knie, deswegen ist es ein bisschen seltsam. So, also, ich habe ein schwarzes Top, ein ganz normales schwarzes Top. Hier eine Shorts von H&M. Und diese Shorts hat 10 Euro gekostet. Die ist im Moment in dieser Bikini-Kollektion dabei. Kann man aber ganz schick anziehen mit einer Strumpfhose. Das ist eine etwas dickere, weil heute wird es etwas kalt. Und dazu habe ich dann, was für Schuhe habe ich denn? Ja, ich habe auch mal Schuhe von H&M, so braune, aber die sind, ja, das ist etwas speziell zu diesem Outfit. Nur ich finde, braun und schwarz kann man in bestimmten Fällen kombinieren und ich finde, in diesem Fall sieht es eigentlich ganz schick aus. Viele werden natürlich wieder sagen, passt nicht so. Aber zu diesem Outfit passen natürlich auch noch wunderbar schwarze Pumps und was natürlich auch sehr ja, typisch für Lena ist, der einfache, unordentliche Dutt. Dazu habe ich ja auch ein Video. Ja, und es sollte eigentlich nur ein ganz, ganz kurzes Outfit of the Day Video sein, damit ich auch mal wieder schöne Videos habe. Und ja, diese Kette habe ich irgendwo gefunden bei meinen alten Sachen und da weiß ich leider nicht, von wo ich die habe. Ist schon sehr alt, die Kette. Aber ja, demnächst werden dann wieder noch mehr Videos kommen, weil jetzt habe ich ja Zeit. Habe ich ja in meinem letzten Video erzählt. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und genau, ich wollte noch irgendwas sagen. Nämlich, ich habe jetzt meinen Termin dafür, wann ich meine Zahnspange rauskriege. Und vielleicht folgt dann ein neues Zahnspangen-Video. Nämlich darüber, wie es denn so war, mit dem die ganze Zeit lang halt die Zahnspange zu haben. Und wie es dann ist, wenn man die wieder rausbekommt. Weil vielleicht interessiert es ja ein paar Leute. Oh ja, gut, ich bin glücklich, weil ich muss gleich los. Aber ja, bis dann.